Hi, willkommen bei Grand Chill Barbecue und Lifestyle. Freunde, ich hoffe, es geht euch allen gut. Bei mir läuft's, das Wetter ist kalt und feucht und ich habe heute einen Tomahawk im Caveman-Style gemacht. Und wie das aussieht und was es kann, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Für die heutigen Zutaten brauchen wir nicht viel. Wir haben den Hauptdarsteller, unser Tomahawk, das wir im Caveman-Style im Monolith direkt auf Kohlen angrillen werden. Pfeffer und Salz, das sind schon die ganzen Zutaten. Und dann geht's gleich los mit den Kohlen einheizen. Das Wetter ist kalt und nass. Hier mal schön Kohle vorglühen. Ich habe einen Anzündkamin voll gemacht und dann geht schon weiter am Monolith. Schöne Glut haben wir drin. Nehme ich noch einen zweiten Anzündkamin voll, dass wir da richtig gute Glut drin haben. Ich habe den ein bisschen ausgeschüttelt, dass der größte Teil vom Aschestaub schon weg ist. Ein bisschen verteilen. Und dann geht's los. Schöne Tomahawk. Mal rein hier. Das Ganze noch ein bisschen Geschmack kriegt, habe ich hier noch ein wenig Rosmarin. Gebe ich dazu. Deckel zu. 3 Minuten. Eine Seite mal anknuspern. Gibt schön Geschmack hier rein. Mit dem Rosmarin. Die ersten 3 Minuten sind rum. Da ist richtig Dampf dahinter. Sieht schon sehr schön aus. Und nochmal 3 Minuten von der anderen Seite. Gute 3 Minuten später nehmen wir das schöne Stück raus, Kohle weg. Sieht schon mal sensationell aus. Ein Reflektorstein zurzeit defekt ist, lege ich hier die Gussplatte runter, nehme ein Stück oben rauf und lassen es noch ziehen bis auf 49 Grad. Mache oben und unten die Luftzufuhr zu, dass wir nicht zu viel bekommen. Gute 10 Minuten später nehmen wir das schöne Stück raus. Und wir dünsten Budget Paper ein und lassen nochmal 5 Minuten ruhen. So Freunde, wir haben es geschafft. Ich nehme das gute Stück mal raus, habe es jetzt 5 Minuten ruhen gelassen. So sieht das gute Stück aus.
Und dann würde ich sagen, wir schneiden gleich mal an. Hier mal. Sieht noch sehr lecker und noch nicht totgegart aus. Es zerfällt fast von selber. Salz und Pfeffer. Ich habe hier von Udeheim, von Jörn, wieder mal den super Paradiespfeffer am Start. Der gefällt mir sehr gut. Und dann kosten wir mal an. Überraschend gut. Ich war da ein bisschen skeptisch auf den Kohlen direkt, schwarz und so, aber das Branding war super. Es hat einen leichten Rosmaringeschmack vom Anfangsstadium, wo ich ein bisschen geräuchert habe. Es ist butterzart, vergeht fast auf der Zunge. Hey Freunde, testet das unbedingt an. Ich kann das euch nur empfehlen. Ich habe das auch auf YouTube bei ein paar anderen Kanälen gesehen und war mäßig begeistert. Aber ich dachte, das muss man mal testen. Und ich muss euch sagen, das kann man machen. Ja, wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo wäre cool, ist unten verlinkt. Wer auf Mobile schaut, einfach in der Infobox nachschauen. Und viel Spaß weiterhin bei Grill, Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya!